Layout geht weiter. Was geht ab bei euch? Zunächst will ich mich entschuldigen, dass wir die letzten Tage nicht da waren. Party People! Nadine, sag nochmal, warum waren wir die letzten Tage nicht da? Wir waren die letzten Tage nicht da, weil ich arbeiten musste in einer Anlaufpraxis im Husumer Krankenhaus, Und was hast jetzt du. geschlossen ist und Und ich in Quarantäne wup, bin! wup, Quarantäne-Stream! Quarantäne-Stream mit Nadine, so könnte ich das vielleicht nochmal umbenennen. Ja, genau. Zum Spiel einladen. Du hast eine Einladung gekriegt. Sie. Hey Mamacita, itadi Are peri. you crazy? Keine Verbindung zu den EA-Servern. Es kann keine Verbindung zu den EA-Servern hergestellt werden. Bitte überprüfe deine Netzwerkverbindung oder versuche es später erneut. Hä? Melde dich nochmal neu bei Original ein. Original ist immer für mich da. Einmal abmelden oder einmal komplett schließen, nochmal neu anmelden. Das hat bei Hack. mir schon mal geklappt, tatsächlich. Denn diese Fehlermeldung ist mir bereits bekannt. Morgen um 9 werden wir getestet. So. Ich muss sagen, dieses Origin ist sehr unübersichtlich und dumm gemacht. Ja. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist so. So, meine Spielbibliothek. Man findet sich da echt schlecht zurecht. So. Mamacita. I'm going Na, crazy. Bist du eigentlich wieder völlig fit oder was? ich bin sowas von. So what from, Alter? Sehr gut. Und du? Ich auch. Ich war nicht unfit. Ich spiele die ganze Zeit fit. Ich Feed, bin feed, feed, fit. feed, Ich bin feed, feed, fit. feed. So Nadine, wir machen jetzt So. Werbung. Wem schicken wir denn unsere Dinger? Wem schicken wir unsere Dinger? Unser Stream, dass wir on sind. Da, Robert. Robert kriegt's. Silvestergruppe. Ado natürlich, aber Ado ist jetzt gerade offline gegangen. So, du kannst dich jetzt noch mal einladen. Es hat geklappt. Wird gemacht. Wird gemacht, Chef, okay? So. Hat es. Yo. Yo. Yo, yo, Yo. yo. So. Silvestergruppe, wo ist die? Ach ja, wir sind ja jetzt da im Flugzeug. Was macht Speedy? Die liegt auf dem Sofa und liest. Sie liegt auf dem Sofa und liest. Und sie lässt. Sie liest. Wann ist die Fußbodenheizung dran? Wenn wir keinen harten Lockdown mehr haben. Lul. Wenn wir keinen harten Lockdown mehr haben. Ach, daran scheitert es jetzt. Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Also, Ach, da du müssen wir jetzt, Scheiße. also, wir müssen sowieso noch ein paar. Yo, 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 Robert, was geht ab? Willkommen im Stream. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir müssen sowieso noch ein paar Restarbeiten, bevor wir die Estrichdämmung verlegen können. Ich war heute auch schon da, hab gestern waren die Elektriker da. Morgen muss ich wieder wohl doch nochmal ein bisschen sauber machen, weil die haben überall ihre scheiß Zigarettenstummel liegen lassen. Ne? Was ist nur falsch mit den Leuten? Ich meine, Ja. Handwerker schön und gut. Schmöken können sie bei mir auf dem Bau, aber müssen die. Die kommen auf eine durchgefickte Baustelle und dann sind die da am Schmöken und schmeißen über ihre Kippen hin. Also, boah. Tja. Robert, du streamst auch schon seit ein paar Tagen, ey, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, wie? Dein Battleships oder World of Warships? Jetzt verzeih mir, wenn ich das falsch sag, aber ich glaube, das war so das letzte Spiel, was du gezockt hattest, ne? Benzinzufuhr Tarkov, bist du wieder auf unterbrechen. Tarkov? Du Emils wechselst auch Glocke deine holen. Games Hangar-Tor öffnen. wie dein Schlibbi. Okay, was brauchen wir denn? Turn off the fuel flow. Das mache ich mal. Mache ich I'll das get this hier? Ja, ammo. okay.
Seit 24. Dezember. So, erstmal den Dings aufmachen hier. Den Schalter und jetzt das Ding da rausziehen. Machst du den Hangar auf? Wo mach ich das? Vielleicht entweder aufschieben oder. Du hast. Ich hab das hier schon geregelt. Okay, ich komme auf die andere Seite, okay? Bist du bereit? Guys, can you please find my log? Es ist so schwer, ich bin ein Opa. Ja, der Schlipper, den wird seltener getauscht. Das ist echt. Das ist echt heftig. So. Warum bist du denn jetzt von World of Warships wieder weg? Da warst du doch so drin. Ach, du musst das Logbuch. Da, du hast. Hab ich das schon. I'm so sorry, dass ich hier die Panik mache. Beruhige dich bitte, Erki. Ich habe hier alles im Griff. Würdest du Wo bitte kann ich ins denn Flugzeug hier kommen? Würdest du bitte ins Flugzeug kommen? Na, vielen Dank. Weißt du, Erki, ich wollte hier noch einmal kurz gucken, ob alles im Griff ist. Also, oh, vielen ob alles, Dank. So, nochmal der Late-Check. Take-off-Check. Tarkov neue Patch ist einfach wichtiger. Ja, du warst ja Tarkov, das hat dich ja echt erfüllt, das Spiel. Da hattest du ja echt Bock drauf. Hast du da nicht auch so unglaublich viel Kohle reingesteckt? War das nicht so? Weil du dir da, das ist ja, glaube ich, noch eine Early Access oder so, ne? Und da hast du dir irgendwelche Vorteile gekauft. Wie war das nochmal? You nervous? 100 Euro fürs Spiel, das ist viel Geld. You? A little bit. Just enough to keep me focused, you know? That's good. Yeah. Ja, du kriegst langsam 3 Tage Bart. Ist nicht mehr frisch rasiert. Ja. You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. Okay. You should write her a letter. What? Look. I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda, so I decided to write her a letter, and it worked. 1100 Stunden in einem Jahr, das ist viel. She gave me a second chance. Dann sollte man da auch dranbleiben, wenn man da schon so viel rein investiert hat. You know, I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to, you know, anyways, look, I'm just saying, it was a good thing. Nadine, wann hast du deinen Corona-Test? Auch morgen früh? Feel me? Morgen um 9. Yeah, well, not really mit Sweetie zusammen? Yeah, yeah, yeah. I mean, it was just an idea. It's just. See. Anyway, see. Congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. Ich habe jetzt natürlich mal überhaupt nicht. Mach ich auf jeden Fall, Robert. Muss mir nur mal einen Link schicken, wenn du online bist. Oder ich follow dir. Am besten Follows to Follow for Follow, let's go! Wenn mir Follows, folge ich dir auch. Du bist es wahrscheinlich am einfachsten. Okay, remember! Nadine, bist du bereit? Ich hab schon ganz feuchte Hände! Ja! Es geht rein. Which one do I pull? This one? Oh oh, oh oh! Oh oh! I'm gonna regret this! Ja, das hab ich noch nicht eingestellt, Alerts. Wie geht das? Linke Maustaste, hold. Würdest du es auch tun, Erki? Come on, go! Oh, fuck! Oh, shit! Wait, I can do this! I'm okay! Okay, dive to landing spot. Zum Landen. Jo, ich bin viel schneller als wie du. Du fällst ja ewig. Ja, wo bist du denn, du Sack? Ich bin an dir vorbeigezischt. Vincent! Vincent! Ah, wann öffne ich denn mal? Oh, das wird er dir bestimmt anzeigen. Ja, oh Mann, jetzt hab ich's verpasst. Ah, du bist ein Nacken, Alter. Ich sterbe jetzt. Kann ich das vielleicht jetzt? Da bist du. Safe Video. Ach Quatsch, du sollst mich jetzt retten. Ja, anscheinend.
Kannst du mich bitte... Kannst du nach vorne drücken, mal? Ja, mach ich doch. Okay, too late. You're dead. Ich schwimme einfach. Okay. Jetzt mache ich den auch, wenn er sagt, ich soll ihn auch machen. Okay? Kannst du bitte nicht deinen Fallschirm ablegen, sondern... Okay. Okay, wenn du nach vorne drückst, fällst du schneller. Ich bleib mal ein bisschen hinter dir, nicht, dass du wieder so blöd bist und dein Fallschirm... Hallo. Ich hab hier alles im Griff, ja? Mhm. Glaube ich dir. Hä, nee, ich verliere ihn so oder so. Krass, ich konnte nichts machen. Okay, ich komm. Ich komm von oben. Oh, das war eine... Oh, schön missionar. Kannst du jetzt dich bitte... Ja, genau. Sexy gerade? Mhm. Ein sexy time. Kleine sexy time. Oh, hör auf! Oh, yes. Ich weiß, du magst es, du willst es nur nicht sagen. Ich weiß, André muss jetzt hier auch schon wieder wischen. Ja, warte mal, bis ich hier so ein Breitbandmikrofon habe. Ne, Breitband. So ein Breitmembran. Du sollst nach rechts, ne? Ja, aber ich will doch nicht gegen die Wand klatschen, auch nicht im Wasser. Ja, wir schaffen es nicht. Lass mich mal machen. Oh Gott, das hat sich ja angehört. Wir haben uns alle Gräten gebrochen. Alle Gräten. Weil du für uns verantwortlich warst. Was passiert da? Haha, du musst nochmal. Oh, ne. Weil du es nicht geschafft hast, richtig. Dann drücke ich jetzt nicht nach vorne. Obwohl, eigentlich könnte ich das. Jetzt kommst du auch besser an, du bist in einer besseren Perspektive. Ja. Beziehungsweise am besseren Ort. Ort. Weißt du, was ich hier habe zum Naschen? Na, nein. Milchknirpse. Milchknirpse? Hm. Kennst du? Coolie. Nein. Nein. Sind die von, was sind die? Lachgummi? Nee, von Lidl Schniedel. Das ist Nachmache von Chocobonks. Chocobonks. Ah, ach die, ja, die kenne ich doch. Ich glaube, die mag ich nicht so gern. Ah, du bist ein verwöhntes Markennaschenkind. Hallo. Du hast nur immer verwöhnte Markennaschen. Kaufst du immer nur. Wer ist denn der dritte Zuschauer hier? Ich glaube, Addo ist am Start und Robert ist da. Aber, Leute, Robert verabschiedet sich. Alles klar, Robert. Oh, wir haben schön, dass du da warst. Ich schau gleich mal rein in deinem Stream. Dafür ist leider keine Zeit, Robert. Es tut mir leid, das macht er nicht. Tschüss! Ah, jetzt haben wir wieder unsere Knarren. You think Harvey still got the diamond? I do. What makes you so sure about that? I don't know, a gut feeling, I guess. And it's not like it's easy to sell something like the Black Arlong. I still don't get how the hell you pull that off. Well, I'm actually good at what I do. Jetzt muss ich mich im... Ah, jetzt setzt du dich mal hin. Jetzt kriegst du mal meinen Stick in den Mund. Ja, mal ein bisschen Rollenwechsel. Ich finde es gut, dass du auch mal meinen Stick in den Mund nimmst. Genau, es muss ein Gaben und ein Hammen sein, Erkit. Ich gebe dir meinen Penis und du gibst mir deinen Penis. Das finde ich super. Es ist ein... Oh, Pentejo. Eine AK, die nehme ich. Obwohl ich mit meiner good old Pump Action auch gut aufgehoben bin. Schieße, Alter. Jetzt können wir hier rumballern.
Aber... Du sollst einmal rumlaufen, ne? Wieso ich? Ja, er hat dir doch gesagt, du sollst rechts rumlaufen und sie von der Seite flanken. Flankieren, während ich sie jetzt gleich abballer. Geh noch ein Stück näher ran. Okay, ich schieß, ja? Warte. Was soll ich machen? Ja, wenn sie wegrennen oder so, machst du sie platt. Scheiße, ey. Ich bin genau hier vorne. Warte. Geh, bleib in Deckung, bitte. Boah, muss nachladen. Kein Problem, ich habe ihn fertig gemacht. Geil, jetzt ist mein Geball. Aber ach hier. Kann ich plündern? Ne. Kann man nicht. Ich räume mich hier mal ab. Wuppa. Wo müssen wir lang? Geil. Die haben wir schon hardcore weggeballert. Ja, aber weggefickt, würde ich sagen. Hier hoch müssen wir jetzt. Ist das sein Anwesen schon? Get over here and help me, will ya? Will ya? Help me. Help me, will ya? Oh, oh, Snipies. Oh, oh. Snipies. Stay low. Sniper, just stay low. That way. The good old. Jetzt habe ich Schokoladenhusten. Der ist eklig, ne? Ja. Schoki-Husten noch. Schoko. Shit. Jetzt soll ich mich mal ducken. Einfach reingerannt. Oh. Let's go through there. Oh, er hat mich erwischt. Aui. Ich muss kurz mich regenerieren. Du musst da in diese Luke. Genau. Und da kriechen wir jetzt durch. Okay. Okay. Er sieht uns auf jeden Fall noch. Weiß nicht, ob wir oben sollen oder durch die Tür. Ich denke mal hoch, ist besser. Ja, würde ich auch fast sagen. Oder du oben, ich Tür. Mhm, kann man auch so machen. Weil ich. Doch, ich komme auch hoch. Ah, oh, die ist was war das? Ich bin zu schwer. Shit! Leo! Take out that sniper! Oh, du musst den Sniper killen. Ah, Ambush. Okay. Cover me. Gib mir Deckung. Nice. The sniper rifle. Oh fuck, da kommen Hammer viele. I'll stay up here and keep you covered. Go, Vincent. Guter Schuss. Kacke. Das Scheiße. War kein guter Schuss. Nee, oh, das auch nicht. Das schon. Wow. Das auch. Noch jemand? Will hier noch jemand aufs Maul? Oh, da kommen noch mehr. Ich baite sie für dich. Gut geschossen. Wow. Alter, wow, alle mit einem Bam. Weg, du hörst auch einen Rummel. So, und es kommt noch wer oder was? Geh hier mal her, ich schau mal nach. Alles voller Leichen hier. Oh ja, da sind noch welche. Links von dem Ding. Ah, da. Ihr deckt euch ja gut. Ihr Freaks. Dort. Sehr gut. Da kommen noch. Da kommen noch mehr. Leo, cover me.
Oh. Na, der ist wieder unterm Schuppen, den kriege ich. Da ist er. Idiot! Idiota! Überall liegen hier die Leichen rum. Da kommen noch mehr. Hör auf! Sag mal! Looks like that was all of them. Okay, anscheinend sind jetzt alle weg. Ich bin jetzt von diesem Schussgerät weg. Schussgerät. Wo bist du denn, du Kleiner? Ich sehe dich. Ach da, ich sehe dich auch. Wohin würdest du jetzt wohl gehen? Erstmal hier runter. Das wurde mir nämlich angezeigt. Soll ich auch runterkommen? Oder ich gehe hoch zu dir. Ja, komm mal runter. Dann müssen wir hier bestimmt das Garagentor öffnen. Come on, Leo. Come on, Leonardo. Zack. They think a cut down bridge is going to stop us. What a joke. What a joke. Das ist ein Witz für uns. Wir sind schließlich aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ist so, ey. Ist so lächerlich. What of you, huh? Too bad I'm not on vacation. Wow. Hey, mamacita. And going crazy. Vincent, help me out. Oh, bist du nicht stark genug? Nee, Opa, brauche ich. Den Müllcontainer. Jeder braucht einen Opa. Du bist ein Lappen. Alter, das ist gut bewacht hier. Aber ich befürchte, wir müssen uns einfach durchballern, oder? Das glaube ich auch. Also warte nochmal, bevor du schießt. Vielleicht kommen wir auch unbewacht, unbemerkt da lang. Hat er mich nicht gesehen? Nein. Espero que me paguen bien por esto. Odio los pinches mosquitos de aquí. Oh oh. Oh, er kommt. Er läuft bestimmt an uns vorbei. Warte mal. Was? Wie schlecht war das denn? Okay, die haben uns gesehen. Jetzt wird geschossen. Ich gehe von der Seite ran. Scheiß. Oh, 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 oh. Let's go through the gate. Hurry up. Desgraciado. Hey, den wollte ich. Nee, ich habe ihn ins Gesicht geschossen, okay? So gut gemacht. Shit, they're closing the gate. Oh.
Es hört sich irgendwie so süß an, wie die schießt, ne? Welche, deine MP5 oder was? Ne, alle! Ich kann die gar nicht ernst nehmen, die Waffen. Krieg doch keine Angst. Komm, wir gehen hier hoch. Wir müssen oben, ja. Over here, Vincent. Help me push this car. Bist wieder nicht stark genug. Warum haben wir das gemacht? Alright. That actually worked. Kann ich dir nicht sagen. Achso, der hat den Zaun kaputt gemacht einfach. Dass wir hier durchkommen. Jetzt gehen wir wieder runter an den Strand oder wie habe ich das Gefühl? Scheint schon. Was geht hier? Hier ist auf jeden Fall Waffenwechsel, wenn du irgendwie eine andere Waffe willst. Waffenwechsel. Ja, ich würde tatsächlich eine andere nehmen. Ob wir wohl eine andere brauchen? Ist die Frage aller Fragen? Ich finde meine ganz gut eigentlich. Ich glaube, ich nehme die. Mal einmal Probeschuss. Ich guck mal, ich würde, glaube ich... Ja, die behalte ich. Ich nehme, glaube ich, mal die. Was ist mit der hier so los? Oh. Ja, dann nehme ich die. Okay. Break Schloss lock. Aufbrechen. Achso. 3, 2, 1. Oh shit, get down! You piece of shit! You're a dead man! Vamos, vamos! Hä, wer schießt denn da? Ja, durch diesen Türspalt. Ah, nee, das ist nicht programmiert, dass man dagegen schießen kann. Einfach in Deckung bleiben. Oh! Kann es sein, dass du gerade gestorben bist? Ich wurde getötet, Erki. Getötet. Okay. Ich mach hier so eine super Rolle rüber, jetzt geht das alles gut. Bist du schon wieder gestorben? So. Soll ich vorgehen? Ja, du sollst mal sterben. Leo, I'm pinned down. Get their attention. Ich wurde nicht einmal getroffen. Oh, ich schon 2, 3, 4 Mal. Was machen wir jetzt? Ich muss erstmal wieder hier zu leben kommen. Können wir jetzt da durchschießen oder nicht? Nee. Okay, ich glaube, ich muss hier lang. Pass auf, ich werf da so ein Ding hin und du schießt dagegen, okay? Ja, warte kurz. Okay. Und los. Oh Mann! Oh ne. Also ich renne jetzt einfach mal lang. Nur um das zu testen. Okay. Gut gemacht, Act.
Ich warte, bis du da weg bist, okay? Ich konnte nicht weiterlaufen. Ha, 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 der war eine Sandbox. Du bist genauso schlecht. Nee. Du bist 100 Mal mehr. Du bist gerade gestorben, als es wichtig war. Dreimal bin ich gestorben erst. Jetzt zweimal. Hey, komm mir nicht zu nah. Ja, pass auf. Gott, ey. So, ich werf das Ding jetzt einfach. Ja, und ich bleib hier stehen. Gut, ne Ecki, ich bin nicht gestorben. Ja, gut. Das war schwierig. Ja. Warum war das so random? Man konnte gar nicht... Wird aber auch echt heftig geschossen, angeschossen. Man wird echt heftig geschossen. Ich gehe irgendwie immer zuerst und lass dich zurück, ne? Ist das schon mal aufgefallen? Achtung, einer unter Tränen. Einer an der Bar. Was ist das hier für ein Assi? Hier links? Meinst du mich? Nee, die ducken sich ja so lange, dass man... Ja, sind das Tiere? Ja, Tiere. Wo schießt er denn? Das habe ich schon erledigt. Oh oh. Ach, von da. Kopf, Schuss. Water looked too nice. Vincent, help me. Wait. 3, 2, 1. Come on, let's go. Ist da jetzt endlich? Ja. Ja, Scarface. Scarface. Oh. Motherfuckers. Okay, Granaten. We gotta get closer, come on. Leo, get down. Kann er sich immer ein bisschen bewegen? Einer tot? Noch einer tot? Die verstecken sich ganz schön gut, ne? Todd. Todd, oben rechts, Todd. Todd, oben links in der Blume. Todd, rechts, unten. Todd, Treppe. Todd unter der Treppe. Okay. Tod oben. Mann, jetzt komme ich nicht über den Tresen. Oh, da ist er. Tippe, tippe, tippe. Kann er nicht schaffen.
Ist das spannend? Harvey, du Spast. Setz dich an deinen Tisch. Er weiß, er hat es nicht geschafft. Don't even think about it. Slide it over. All right. Here you go. Was wollen wir machen? Leo konfrontiert ihn, Vincent nähert sich. Ich würde sagen, der warte, ich mach das. Ich mach ihn. Das erste Mal, Nadine. Was machen wir jetzt? Nochmal. 3, 2, 1. Weil er ist ja immer so ein bisschen gröber zu ihm. Really think you could get away? Did you? Take it easy. You got me. Why'd you do it? Leo, take it easy. Shut up! Ey, weißt du was? Da kommt doch garantiert gleich Verstärkung, deswegen. Okay, look. Deswegen ist er auch so zeitschinden. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Move it. All right. Da sind Computer-Überwachungsdings. Vor allem, du hältst eine Knarre, wo du gar nicht weißt, ob da genug Dings drin ist. Oder überhaupt Munition, du Dossel. Ach, du bist so ein Opa. In welche Richtung soll ich gehen, ist die Frage. Am liebsten zum Fenster. Ah, zum Fenster, okay. I will shoot him. I will shoot him. Ich hätte sonst auch die Möglichkeit, weil da kann ich nicht laufen. Ich hätte sonst die Möglichkeit, da in diesem Dings, guck mal hier rüber, zu stoßen. Ah ja, ja, das ist super. Was auch immer das bedeutet, stoßen. Mach mal, du stoßt ihn dann in das Glas rein. Ah, warte. Jetzt? Ich habe in den Hals geschossen. Das überlebt er nicht. Er hat so die rote Fresse. Ich hätte ihm mal nur in die Eier schießen sollen. Jetzt haben wir ihm aber auch richtig die Fresse blödig geschossen. Toll. Jetzt kommen die Bullen. Shit! More men are coming, we gotta go, come on! Oh oh. Nimm noch Geld, da ist noch Geld im Safe. Oh nein, ich will nicht selber fahren. Damn! Scheiße. Leo, get on the bike! Oh, musst du. Fuck. Das kann nicht gut ausgehen. Alice Cabando! No, Milano. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Deine Maschine ist cooler. Meine ist Baby. Ich bin ja auch. Bin auch cool. Oh Mann, nein. Fuck. Ey. Ja, ey. Oh shit. Come on, bud. Hold it together. Alter, scheiße. Oh, fuck! Wieso bin ich zwischen den ganzen Leuten? Oh, ich bin gleich tot. Aber das Fahren ist ganz geil gemacht eigentlich. Leo! Leo! Oh fuck!
Ah, Alter, ich hab voll das Maschinengewehr im Rücken, ich bin gleich tot. Whoa! Er ist genau hinter mir. Hey, ich hab's nicht verstanden. Es war kein Auto hinter mir, ich bin einmal die Drehung gegangen, aber ich hatte Maschinengewehr im Rücken. Mich hat mich hat gar keiner verfolgt. Ah, ich weiß nicht genau. Scheiße. Oh, ich bin im Busch. Was war da jetzt los? Ich bin gegen ein Auto gefahren. Willst du mit mir reden, Ecki? Willst du mir was gegen ein Auto gefahren. Mann, ey. Werd mal erwachsen. Weißt du? Ey, das ist eine Beleidigung. Yeah! Watch out, they're gonna run you over! Soll ich schon wieder das scheiß Maschinengewehr werden? Ich fahr rückwärts. Ja, Todd. Ich hab meine Kamera überhaupt nicht. Willst du mit mir ich hab reden? Meine Kamera. Willst du irgendwas sagen zu deiner Verteidigung? Kannst du mal gucken, was hier abgeht? Wie ich, guck mal, wie fahr ich denn jetzt? Ja, Alter, mach doch mal mit der Maus! Halt den Sappel! Den Sappel! Halt deinen Sappel! Boah, was ist jetzt? Quick Time Animation! Yeah! America! Was ist denn los? Alter, wir sind so heftige Typen. Ich bin im Wasser gelandet. Im Flamm. Schlumpf. Sumpf. Wir sind Motocross-Weltmeister. Das würde ich auch sagen. Scheiße. X Games. Wow, das war ein hoher Sprung. Das war ein richtiger Sprung. Hammer heftig. Fahr Schlangenlinien. Schlag Hasendinger. Wie heißen die noch? Hasenhaken. Hasenhaken. Schlag Haken wie ein Hase. Alter, geht hier ab. Alter, für wen? Oh, da habe ich eine Granate abgekriegt. Alter, was ist denn hier los? Oh, wow. Ich will hier wieder runter. Ich habe keine Granaten. Doch, voll in die Schnauze. Oh, der ist genau vor mir hochgegangen. Oh, Alter, ich hab hier so kranke. Was hast du kranke? Hey, sind wir hier im Krieg oder was? Ja. Oh, shit! Mierda, que explosion! Que crees? Shit, die muss. That did not sound good. Nein, ich kann nicht schnell abdrücken! Ah, geschafft. Oh, jetzt muss ich dich holen, du dumme Sau. Spring auf! Go, go, go! Go, go, go! Schieß! Where the hell did they come from? Who cares? Just keep shooting! Run faster, Leo! That piece of shit bike doesn't go any faster! Concentrate on shooting! Oh, shit! There's another one! I can see the flag! Vincent, help me out! Get rid of the dog! Was ist denn los? Ich bin ein Zeug oder so. Voila! Scheint ein dicker Kaliber zu sein. Nice, das ist ja das Flugzeug! Scheiße! Oh, könntest du uns bitte da hinfahren? Lass das Flugzeug ran. Kannst du auch mal springen? Ja, danke. Könntest du bitte kommen? Ich halte schon meine Hand raus. Alter, das war allerletzte Sekunde. Allerletzte Sekunde. Shit. That was close. You okay? Yeah, I'm fine. Hey, Emily. Great flying. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. Wow. You too, Leo.
Ihr seid Brüder. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right then. Ich weiß, wie man's macht. Na, verlierst du eine Träne? How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, warum war I'm er fine. Noch mal im Knast? Also der andere, weil er natürlich da bei der Übergabe da festgenommen wurde. Genau. Aber der Opa? Er war doch ein ganz normaler Banktyp irgendwie und wurde dann auch übers Ohr gehauen. Also das heißt, er ist aber schuldig, oder was? Der andere war ja offensichtlich unschuldig, nur so ein Kleinkrimineller, also nichts für ein Knast. Oh, hätten wir uns mal, bevor wir weiter gespielt hätten, mal doch mal durchleiten sollen. Oh. Na klar. Da kommen wir wieder raus. ja. Hallo erstmal. Sie hat die Beute. Die Fotze. Nicht dein Ernst. Everybody stand down. Oh, ich bin so enttäuscht von ihr. Ich wette, es gibt uns frei, weil wir ja unschuldig waren. Der ist alte Schule. Auge für Auge, Zahn um Zahn. Here you go. Good job, Vincent. Hä? I'm sorry, Leo. Das ist nicht dein Ernst, Erki. I'm so sorry. Du dummes Schwein. Ich fass nicht. Warte. Ich rede nicht mehr mit dir. Das ist die Übergabe, da wo wir waren. Kannst alleine spielen, Arschloch. Ich rede nicht mehr mit dir. Du hast ihn beschadet. Ich bin ein Beschatter. It's all there. Count it. Looks about right. Yeah, of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Just saying, I'm a trustable guy. Yeah, I'm sure you are. Here you go. What do you think?
It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! No! 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 Gary! So auch einer. Gary! Officer down! Somebody get a damn ambulance! Gary! Ja, da musst du nicht mehr viel machen. Please! I'm sorry, please! Somebody call an ambulance now! Hey, listen, Leo. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? Well, you think you just go and sell it on the street corner? Yeah. What are you, stupid? Dass ich fühle mich auch betrogen von mir selbst. Es geht einfach gar nicht. It's all gonna rain down on you hard. You got it? Erstmal Smiley essen. Sind die immer noch von Dänemark? Neu. He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. Aber er hat doch nichts gemacht. Naja, krumme Dinge mit Harvey, ne? Ja, gut. Ja, komm, knall mich ab. I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. So, Nadine, jetzt sind wir gegeneinander. Ich geh jetzt einfach. Take it easy, Leo. Hey, kannst du bitte mich nicht als Geisel nehmen? Würdest du mich bitte loslassen? You don't have to do this. Lass mich los. Du bist Nein. stärker. Lass mich los. Ich bin super sauer auf dich. Get in the fucking car. Go. Ich mach jetzt mein eigenes Ding. Ich finde es äußerst unfair. Mir gegenüber. I fucking trusted you, Vincent. Leo, das you need to calm down. Calm down. Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Stop the car and let's talk this through. There's still a chance for you to do the right thing. The right thing, huh? The only right thing here is me pointing the gun right out of your face. So shut up! I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you fucking rat. It's over. Ich rede noch mit dir. Bevor du uns killst, ich versuch's zumindest noch mit dir zu reden. Spring nicht. Shut up. Sauer. Ist sauer, ne? Oh oh. Als ob die Autos so wasserdicht wären. Ich fang dich wieder ein. Ich fang dich ein. Gar nichts.
Porcupine chunk! Piece of shit engine! I can't let you get away! You're I can't let you get away! Jeez! Das ist auch eine Pulle. Eine Pulle. Eine Polizistin, wollte ich sagen. Go, go, go! Lass mich! Hör auf, auf mich zu schießen, blöde Sau! Erkiert! Hör auf! Schieß auf den Motor, Mann! Du bist so bescheuert! Siehst du nicht, dass ich nur auf den Motor schieße? Ich kann dich leider nicht gehen lassen, Nadine. Es tut mir leid. Du hast mir auf die Schnauzen gehauen. Du hast mich als Geisel genommen. Und das Boot ist kaputt. Du bist so ein dummes Dreckstück. Boah! Du hast mich getötet. Das soll. Hoffentlich denke ich das jetzt. Und du kannst zu deiner Family zurück und ich lasse dich in Ruhe. Oh, anstatt im Wasser zu bleiben. There! Down on the right! I see him running! Set us down over there! Okay! Hauptsache, ich mache mich echt auf die Flucht. Oh Mann, ist es Sünder. Das ist echt gemein. Alright, come on, hurry! Du bist gemein. Ja, das stimmt. Das war echt kein Gentleman-Move. So, wo hast du dich versteckt, du kleine kriminelle Ratte? Ich werde euch töten. Das bist du jetzt? Mm-mm. Oh! Ja. Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt geh you. Geh doch einfach. You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. Get out! Mann. Go! Schieß sie wenigstens an. Leo! Schieß ihr nur einmal ins Ohr. Please stop this. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit! What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! Boah, du nennst mich ein Stück Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, wir machen Kampf. Das ist hammerfies. Ja, ich kann nicht so gut. Ich wette, derjenige, der gewinnt. Es gibt bestimmt zwei Endungen. Gotta find him. Can't let him get away. Ich kann aber doch nicht so gut schießen. Und ich habe die Orientierung jetzt schon wieder verloren. Ich habe dich gesehen. I wonder where that pig is hiding. Du bist ja gemein. Ich bin nicht ganz sicher, wo du bist, du dumme Sau. Hurry up, Leo. Let's put an end to this. Had enough? I got plenty more bullets. Ow. Oh! Voll der Lebenskampf hier.
Du bleib doch da! Achso, scheiße! Du hast mich getroffen! Hä, ich bin jetzt irgendwie abgehauen. Hatte ich keine Handlung drüber. Oh! Jetzt irgendwie. Ich hatte die Türklinke zu benutzen, immer aufzulegen. Ach Gott. How do you feel now, huh? Give up, Leo. This won't end well. Shit. I'm just getting started. You're gonna pay for this. Was ist denn? Wieso lege ich mich denn immer hin? Ist getroffen. Oh Mann, das ist aber auch echt hart. Das ist die traurige Musik. Das ist echt was Trauriges. Wir waren doch Freunde, Nadine. Und ich hab dich betrogen. Und ich möchte mich dafür entschuldigen. Jede Beleidigung, die du mir an den Kopf werfst, ist gerechtfertigt. Get up. Komm schon. Get up. Hahaha. Ich mach dich fertig. Oh, oh. Gehen wir jetzt beide drauf? Du bist aber auch sauer, ne? Ja, das kannst du aber glauben. Okay, unsere Schießerei geht weiter. Wo bist du denn? Das ist so knapp zwischen uns. Wir haben nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr viel. Aber ich habe, glaube ich, weniger. Außerdem muss ja der Gute irgendwie gewinnen. Naja, ich sehe dich nicht als schlechter, muss ich ehrlich sagen. Nee, ne? Okay. Eigentlich war ich ja gar nichts ganz gemacht. Fair. Ich bin ein kleiner krimineller Pisser. Aber das ist ja kein Grund. Oh, jetzt schlagen wir uns, oder? Oh, links und rechts. Oh, echt? Aber ich bin ja auch hart verwundet. Ja. Guck mal, ich blute am Ellbogen. Was ist denn das? Komm, T-Shirt auch auf. Ah! Hör auf! Okay. Oder? Ja! Oh, Lex! Ich halte aber doch. Du machst das nicht. Achso, ich musste loslassen. Komm, jetzt bist du dran. Weiß ich nicht. Ist das Hardcore, ey. Oh, auf die Schläfe. Gute Nacht. Auf aber die hat Schläfe. Er das mit dem Baby habe ich dann auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ja, sie war ja irgendwie hammerpisst auf ihn, ne? Siehst du, da sind wir noch ein glückliches Pärchen bei einem Candlelight-Dinner. Aber du willst mir das alles nehmen. Oh, und... Guck mal, ihr baut eine Seifenkiste. Mann, ist das ein hartes Ende. War schon echt Sünde. Aber sterben muss ja wohl keiner, oder Erki? Nee, hier stirbt keiner. Na, fällt dir doch was ein? Nee, oh, du willst jetzt wieder die Knarre holen, ne? Kleine dumme Drecksau. Du siehst sie doch auch, die Knarre.
Wollen wir uns nicht lieber weiterschlagen? Wieso kannst du so schnell drücken, du Wichser? Ah, nein! Ja! Nein! Ah! Hol auf! Ich hol auf! Ich bin so sauer auf dich! Oh mein Gott, Ecki, es tut mir leid! Los, schieß! Tschüss, ich hab's verdient. Ich hab geschossen. Ich hab's verdient. Dankbar, danke, dass du mein Kind ohne einen Vater aufwachsen lässt. Ich bin auch angeschossen, ja? Bin ich überhaupt angeschossen? So, also, ich weiß, tschüss. Ich weiß nicht, warum du mich jetzt geknallt hast. Ja, weiß ich auch nicht. Willst du es nochmal tun? Ja. Ich hätte dich nicht abgeknallt. Hättest du wohl. Ich hätte dich einsitzen lassen. Dann wohl doch nicht gespielt, was? Das letzte Mal. Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Die verraten oder jemanden töten? Was ist schlimmer? Verraten oder Mord? Nadine? Verrat. Verrat ist schlimmer als Mord? Ja, ja. Gar kein Fall. Doch. Was ist denn das, was sind das denn für Gesetze bei dir? Ich habe mich nur gewehrt. Na, ja, da bin ich mal gespannt, wie du mit der. Wie du mit dem Kloß im Hals jetzt da den Brief überbringen willst. Du Schwein. Du bist ein Mörder. Aber wieso, Mörder. Kann ich denn da jetzt so frei rumlaufen und rumfahren? Tja. Keine Ahnung. Ich habe mir einfach einen Bart wachsen lassen. Oh, sieht viel besser aus. Der Zinken ist immer noch da. Tja. Und wie geht's dir so unter der Erde? Ich bin tot. Mir geht's nichts mehr. Ich bin in Jenseits. Hab doch einmal Eier. Was? Ich hab doch geklingelt. Du hast nicht geklingelt. Oder nicht? Achso. Kurz davor. So, ach. Und jetzt haust du auf Klingelstreich, weißt du? Hallo? Pergament. Carol, I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved
Siehst du diese Tränen, die sind gegen dir. Yours forever. Nichts. Vincent. Wie knallhart. Du hast mich getötet. Das werde ich dir nie vergessen. Dass du mich in diesem Spiel getötet hast. Statt dass wir verfeindet auseinandergehen, knallst du mich einfach ab. Ich hab dich verraten, ja. Aber was soll's? Ist das ein Grund, mich umzubringen, mein Leben zu nehmen? Meine Tochter, den Vater zu nehmen? Meiner Frau, den Ehemann zu nehmen? Unserer Familie die Zukunft zu nehmen? Du hättest weiterleben können. Du hättest mit deinem Alex, du hättest deinen Alex aufwachsen sehen können. Du wärst zurück zu deiner Frau gegangen. Hey. Du hättest mich niemals in Ruhe gelassen. Aber stattdessen hast du dich entschieden, yeah. Du hättest mich niemals in Ruhe gelassen. Zu zerstören. Du hättest mich niemals in Ruhe gelassen, du dumme Sau. Und deswegen habe ich dich ermordet. Du hast es verdient. Denn Verräter müssen sterben. Traust du es dich wenigstens? Da ist wieder dein Heslong-Gesicht, Alter. Traust da ist dein Heslong-Gesicht. Traust du mit dem hässlichen Schnurrbart, du Hässler! Auf meine Beerdigung zu kommen? Guck mal, meine Tochter weiß noch nicht, was los ist. Ich war mir jetzt richtig sie wird es erst wissen. Wenn sie ich gehe jetzt in Urlaub, bisschen Finger. In Urlaub, bisschen Finger. Ich lebe das Leben jetzt. Schön Hotelzimmer-Sex. Das und du bist da, Wechsel, dumme Sau. Aim! Fire! Aim! Fire! Aim! Fire! Siehst ja ganz komisch aus auf dem Foto. Wo ist die Pilotin? Dieser ist da vorne, links neben dem Bild. Ah. Er wurde immer nur betrogen. Ich wurde immer nur betrogen. Jetzt lebe ich mein Leben. Was ist wohl passiert, wenn du jetzt am Leben geblieben wärst? Interessant, interessant. Interessante These, die du dort aufstellst. Die können wir vielleicht gleich nochmal nachbauen. Ja. Wir sind durch. Was ein geiles Spiel. Kurz, ja. Aber sehr geil. Ja. Es hätte auch nicht länger sein sollen, glaube ich. Es wurde alles erzählt. Vielleicht hätte der... Also mein Resümee... Wichtel hat die Gruppe verlassen. Mein Resümee ist, dass wir tatsächlich den Gefängnisausbruch. Das war so das Geilste im Spiel und das hätte länger dauern können. Ja, das stimmt. Und irgendwie war das auch zu einfach, da zu ihm reinzukommen. Zwei Leute bis unter die Zähne bewaffnet, ballern einfach alles nieder. Keine Rätsel, die wir lösen mussten oder so. Irgendwie ja. Codes knacken. Irgendwo und letztendlich wusste man immer ja, wo man lang, also man wird ja sehr da durchgeführt, ja, ne? Ja, genau. War jetzt nicht schwer, Ich lade dich nochmal ein. Wir können ja... In den Kapiteln rum ja, spoilen, genau. Ne? Vielleicht können wir das letzte Kapitel nochmal machen, dass wir wirklich beide Endungen sehen. Ich lade... Nice. Das geht direkt mit dem letzten. Ich werde dich nochmal einladen. Blup. Hast du das richtige Kapitel jetzt gewählt? Ja, habe ich gewählt. Lass noch mal lesen, was wir waren, okay? Ja, ich glaube, das machen wir sowieso. Hast du den Invite gekriegt? Ja, es lädt bei mir schon. Okay, weil diese Information fehlte mir, okay?
Okay. Es lädt sehr lange. Da bist du. Jetzt. Okay, sollen wir starten? Die ist das Chapter Select. Siehst du auch, wie ich durchscrolle? Mhm. Oh, was haben wir nur alles erlebt? Oh ja. Vor allem waren wir so ein gutes Team. Ja, das würde ich sagen. Hier würde ich weitermachen. Konflikt. So, dann wollen wir nochmal durchlesen. So, was hast du? Also, Armed Robbery. Das heißt, bewaffneter Raubüberfall. Oder liest du vor? Genau, und Körperverletzung und schwerer Diebstahl. Ja, also halt so ein, du bist halt ein Krimineller. So. Ja, und du bist dir ausgedacht. Ja, genau. Weißt du, Finanzen und so weiter, ne? Bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung. Naja, gut, okay, schon schwer, ne? Ja. Aber, naja, ich bin halt noch jung. Ja? Aber du hast wenigstens keinen umgebracht. Noch nicht. Alles wieder auf Null. Wir sind Friends. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich mache jetzt einfach gar nichts, oder? Damit es schneller geht? Ja, wahrscheinlich musst du mich aber auch ein paar Mal in die Fresse schlagen. Ja, okay. Das geht hin. Oh, nochmal diese Traurigkeit, das halte ich nicht aus. Diese Cello-Musik. Ja, guck mal, das haben wir schon alles gemacht. Wir müssen gar nicht mehr drücken. Ah, doch, du ja. Doch. Und. Das war aber auch eine Schelle. So, jetzt kriegst du noch mal mein Knie in die Fresse, ne? Mhm. Statt ich würde dich, glaube ich, prügeln, ne? Ich würde dich bestimmt nochmal fertig machen mit dem Ege drücken. Würdest du auch. Ich bin schneller Finger. Du bist ein schneller Wichser. Ich wichse eher mit dem Ich würde dich jetzt sogar noch aufholen. Ich fall bestimmt hinten runter, weil ich so ein Tor geworden. So. Ah, okay, es geht auch darum zu schießen. Ich schieße einfach nicht. Musst du? Nö. Doch. Ich will dich nicht abknallen. Kannst du woanders hinziehen? Nee, ne? Nee, es ist gelockt. Ja. Ach, Quatsch. Doch, du musst. Ich kann nicht anders. Ja, ist klar. Ciao! Ah! Aber eins kann man sagen, Gust ist auf jeden Fall mehr verdient als ich. Du bist ein Verbrecher und ich bin nun. Das kann man so sagen. Oh, ich muss gleich nochmal zum Haus, merke ich gerade. Kannst du dazu machen? Ja.
Aber jetzt auch dumm von mir, dass ich einfach nur so verachtend auf die runterschaue. Rette ich dich? Nee, du hältst mir nur die Hand, damit es mir nicht zu doll wehtut, du dumme Sau. Hartes Ende des Spiels, ey. So hätte es nicht ausgehen müssen. Das ist nicht dumm. Ich finde, wir hätten beide fliehen können. Ja, es hätte anders ausgehen können. Ich finde, wir hätten uns einfach beide bewusstlos prügeln können. Es hätte keiner sterben müssen in der Situation. Ja. Es hätte keiner sterben müssen. Hätten sich alle an die Regeln gehalten, dann wäre hier, hier keiner tot. Ja. Ich gehe jetzt einfach weg im Regen, im T-Shirt. Und deine Frau will dich eh nicht mehr haben. Ja, das kann sein. Hm? Sie will keinen Mörder. Ah, du fährst jetzt zu seiner Familie. Da waren wir schon. Dass du diesen Wurm hast. Ja, also das hat. Also ich würde sagen, diesen Wurm hat nicht jeder. Es gibt Leute, die würden nicht klopfen. So, ihr Klingelstreich machen. Hey. Hi. Can I come in? Sure. Oh oh. Ich sag's jetzt. Hi. Hey, Alex. Ich sag's nicht, okay? Where's Leo? Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. Ja, Sünde, Ecki. Mein Kind. Spielt alleine jetzt Basketball. What about him? Dead. You eat it. Oh oh. Komm, klatsch ihn mal. Schlag ihn. Weißt du, schlag ihn. Er konfrontiert wenigstens. Was macht sie da mit ihm? Ist sie grapschig drauf oder was? Go! Ciao, Kakao. Na, Erki, das hast du so gewollt. Stinksack. Jetzt sag's nochmal, Alex. Na ja, los. Eigentlich müsste ich das tun. Ich erschoss deinen Vater. Mom? Mom! Wie kannst du damit jetzt leben? Drecksschwein. Ich war ein Krimineller. Das war mein Job. Sorry, ich bin Polizist. Ich habe mich für den richtigen Weg entschieden und nicht für die kriminelle Laufbahn. Okay? Nein. Doch. Ich sage nein dazu. Ja, das kannst du sagen. Als Kriminelle würde ich als Krimineller auch sagen. Ich akzeptiere das nicht. Was du akzeptierst, ist mir egal. Deine Frau spuckt dir ins Gesicht. Du Mörder. Tja. Deine Tochter kackt dir in die Hand. In die Hand. Mach dir noch nicht mal auf. Hey, Carol. Sie ist noch pissed. Here. What's this? It's my resignation from the Bureau.
It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes, too. Bitte nicht. Diese Alien-Augen. I'm sorry. I know you are. You want to come in? No. I'd love to. Sie sieht so depressiv aus, diese Frau. Ja, sie weiß, dass sie einen Mörder im Haus hat. Ich würde da nicht freiwillig reingehen. Welches Ende findest du besser? Warte. Ganz gut, würde ich sagen. Ja, man kann die Augen da auch vor verschließen, ne? Um wirklich zu sehen, wie es den Leuten geht. Du hast mich gefragt, welches Ende ich besser fand. Ich fand das erste Ende besser, wo du mich umgeknallt hast. Ja, ich auch. Weil du kehrst zurück in eine liebende Familie. Und ich, naja, aber du ja auch irgendwie. Ich kehre zurück in irgendeine depressive Augenfrau. Und muss erst ein Schlachtfeld beseitigen. Ja. Und was ich auch ganz geil fand, ist, du hast es liebevoll genannt, sie fahren erstmal in Urlaub. Ich glaube, die fahren irgendwo hin, um einen Neuanfang zu wagen. Ja, ich weiß, die müssen dir abhauen. Ohne kriminelle Laufbahn und allem drum und dran, verstehst du? Ja. Also, ja. Ich meine, ich habe dich verraten, im Eifer des Gefechts hast du mich abgeknallt. Ich finde es schade, dass es keine Möglichkeit gab, dass wir da beide lebend rausgekommen sind. Aber ja. Ich muss sagen, du warst der Kriminelle, ich war der Polizist. Natürlich, in dem Falle warst du wirklich ein Krimineller und hast Scheiße gebaut. Obwohl, du hast auch... Ja doch, du hast... Dein Vorstrafenregister war lang wie mein Einkaufszettel. Da du nicht so viel isst und magst, genau. Ist es ja nicht lang gewesen, dein Einkaufszettel. Und deswegen würde ich sagen, hast du den Tod mehr verdient als ich, Punkt aus Ende. Aber die Geschichte, die danach passiert ist, war besser, also das Ende war besser, als du mich abgeknallt hast. Und das erste Szenario sozusagen. Das ist mein Ende. Welches Ende fandest du denn besser? Ja, auch meins, ne? Ich überlebe, ja? Natürlich. Okay. Und warum? Ja. Weil ich irgendwie hammer oft einfach enttäuscht worden bin. Ich meine, natürlich habe ich auch kriminelle Scheiße gemacht, gar keine Frage. Aber ich bin auch in einem sehr schlechten Umfeld aufgewachsen, muss man sagen. Bist du? Ich denke schon. Okay. Und deswegen finde ich, darf ich Neustart haben einfach. Und ich werde mich da auch natürlich bemühen,
nicht nochmal Scheiße zu bauen, ne? Und bemühst du dich dann, ein besserer Vater zu sein? Ja, und ich werde auch nichts mehr Kriminelles machen, natürlich. Ne? Finde ich gut. Ja. Und du, ey. Alles klar. Du hörtest mich. Wie? Hast du mich gerade angespockt? Ja. Finde ich nicht gut. Oh, ja, aber war ein cooles Spiel auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie viele Punkte gibst du es von 1 bis 10? 10 ist super, 1 ist super kacke. Ne, 7,5. Ey, ich wollte auch 7,5 sagen. Ja? Ja, warum 7,5? Weil ich finde, es war ein bisschen zu einfach. Oh ja, tatsächlich. Stimmt, richtig. Wäre gerne auch öfter gestorben oder irgendwas wäre schief gelaufen so. Ja. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Was würde ich noch bemängeln? Dass man nicht so viel rumgeballert hat tatsächlich. Das war so ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch mehr geballert. Okay. Das war's, glaube ich, eigentlich. Also ich würde auch 7,5 Punkte geben. Ich fand, es wurde fast schon zu viel rumgeballert. Weil, ja? Ja, weil es ging ja eigentlich um einen Ausbruch. Was willst du denn da rumballern? Okay. Ich fand dieses ganze Szenario mit dem aus dem Gefängnis ausbrechen absolut geil. Atmosphärisch super, hat mich abgeholt. Aber es war zu kurz und vor allem auch zu leicht. Wo wir uns die Werkzeuge besorgt haben, da in der Wäscherei und dass du mich da rein und rausgeschleust hast. Das war super geil. Aber auch irgendwie alles so ersichtlich. Da war wirklich kein Rätsel, wo wir mal länger als 20 Sekunden überlegen mussten. Ja, genau. Es wäre cool gewesen, wenn wir mal nicht weiter gewusst hätten oder so. Ja, genau. Oder so ein bisschen so Escape Room-mäßiger. So, keine Ahnung. Ja. Tastenkombination alleine rausfinden durch irgendwo einen kleinen Zettel, der irgendwo versteckt ist oder so. Ich meine, das gab's ja, ne? Als wir den Safe in der Safe. Ja, aber es war auch. Den hat sie uns verraten. War leicht. Naja. Ja. Trotzdem 7,5, absolut geiles Spiel für 8 Euro auf jeden Fall zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir jetzt gespielt haben. Kann ich das hier bei Origin nachschauen? Ich glaube, das kann man bei Origin immer nachschauen, ne? Bestimmt. Startseite. Ah ne, meine Spiele. Gibt es sowas hier irgendwo? Meine Spielbibliothek. The Way Out. 5 Stunden. Alles klar, wir haben 5 Stunden gespielt. Oh, das ist ja wenig. Dafür finde ich es tatsächlich ein bisschen wenig. Meine Faustformel ist ja immer, wenn du ein Spiel durchgespielt hast und du hast für jede Spielstunde 1 Euro bezahlt, dann ist es das wert gewesen. Wir haben jetzt 8 Euro bezahlt, glaube ich, haben 5 Stunden gespielt. Da lässt sich drüber wegsehen, die 3 Euro. Pff. Ja. Na? Wenn wir jetzt ein Spiel. Bucher. Ja, wenn wir jetzt ein Spiel für 60 Euro gekauft hätten und hätten das nach 10 Stunden durchgehabt, das wäre scheiße. Ja. Also so durch, dass man nicht mehr spielen könnte. Dieses Spiel ist ja jetzt eindeutig durchgespielt. Wir können ja jetzt nicht noch irgendwo Nebenmissionen machen oder sowas. Hier ist ja jetzt auf jeden Fall Schluss. Aber und jetzt weiß man ja auch genau, wie es läuft. Wir haben auch alle Szenarien durchgespielt. Ich frage mich nur, ob wir hatten ja ab und zu mal so Multiple-Choice-Sachen. Also da, wo wir sagen konnten, alles klar, wir gehen den Weg oder den Weg. Mm. Wo wir uns immer sehr einig waren. Vielleicht hätten wir das ein bisschen beeinflussen können, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wären wir beim Gleichen. Wären wir, das glaube ich auch. Rausgekommen, so. Ja. Das glaube ich auch. Alles klar. Gut, Nadine, dann würde ich den Stream hier für A Way Out erstmal schließen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für den A Way Out Stream? Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das nächste Spiel wird kommen. Ja, ich sagen. Alles klar. Falls ihr irgendwelche Spieltipps habt oder so, gerne in die Kommis.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, gute Nacht, wann auch immer ihr dieses Video guckt, und danke, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es grüßen euch Erki und Nadine. Ciao. Tschüss.